Birgit aus Kaliningrad. Mich hat mal wieder eine Frage erreicht zum Thema Visa für Kaliningrad, insbesondere zum Thema elektronische Visa. Tja, wie soll ich das formulieren? Es ist eine etwas schwierige Frage. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat Kaliningrad in Bezug zu allen anderen russischen Regionen keinerlei Sonderrechte mehr. Das System des sogenannten 72-Stunden-Visas ist vor über einem Jahr abgeschafft worden, konkret im Januar 2017. Das gibt es nicht mehr. Alle hatten eigentlich damit gerechnet, dass wenige Monate später eine Art Ersatzvisum, ein elektronisches Visum kommt. Das ist aber nicht gekommen. Dafür gab es sehr viele Diskussionen und Veröffentlichungen, wie dieses Visa aussieht. Wir sind durch alle Höhen und Tiefen von Visa-Angelegenheiten in diese Angelegenheit gegangen. Und zum heutigen Zeitpunkt ist klar, es steht fest, hundertprozentig, so von Putin verkündet, so von Medvedev bestätigt, dass bis spätestens Mitte 2019 das sogenannte elektronische Visa für Kaliningrad kommen soll. Der Kaliningrader Gouverneur Anton Alichanow, übrigens gegenwärtig der jüngste Gouverneur, den wir haben in der Russischen Föderation, hat verkündet, dass er alles unternehmen wird, damit dieses elektronische Visum eher in Kraft tritt. Was bedeutet das elektronisches Visum? Elektronisches Visum bedeutet, dass Sie nirgendwo mehr hingehen müssen. Sie müssen niemanden mehr bitten, dass er irgendwelche Einladungen schickt, dass er irgendwelche Papiere ausfüllt, dass er irgendwelche Pässe braucht, um sie dann zu irgendwelchen diplomatischen Vertretungen zu schicken, sondern Sie sitzen zu Hause am Computer, rufen die deutschsprachige Seite des russischen Außenministeriums auf. Vielleicht wird auch eine neue Internetseite hierfür geschaffen und geben ein, dass Sie nach Russland möchten, zum Beispiel nach Kaliningrad. Und Sie fragen an, ob es Hinderungsgründe gibt für Ihre Einreise. Das ist alles. Und Sie bekommen in kürzester Zeit eine Antwort, ob es Versagungsgründe gibt für Ihre Einreise oder nicht. Damit alles seinen Gang läuft, müssen Sie diese Anfrage spätestens 3 Tage vor der geplanten Reise abschicken. Und wenn keine Versagungsgründe vorliegen, dann reisen Sie an, zeigen an der Grenze Ihren Pass vor und die Auslandskrankenversicherung, das ist richtig, dürfen wir nicht vergessen. So, und das war's dann auch. Das Visum ist kostenlos, es brauchen keine Gebühren bezahlt werden und Sie können sich nach heutigem Stand bis zu 10 Tagen im Kaliningrader Gebiet aufhalten. Das ist das, was wir heute wissen. Es gibt dann noch einige andere Diskussionen, die zurzeit geführt werden, um insgesamt die Anziehungskraft des Kaliningrader Gebietes zu fördern. Soll es zukünftig auch möglich sein, dass man ein elektronisches Visum bekommt, wenn man zum Beispiel nach Moskau oder nach St. Petersburg reisen will oder sonst wohin. Unter der Voraussetzung, dass Sie diese Reise über Kaliningrad durchführen. Das heißt also, Sie müssen mit Flugzeug, mit Fahrrad, mit Auto, mit Bus zuerst nach Kaliningrad. Sie haben Ihre Einreise elektronisch beantragt. Sie halten sich in Kaliningrad einen Tag auf, geben nach Möglichkeit viel Geld bei uns aus und können dann von Kaliningrad aus weiterreisen zu Ihrem Endziel irgendwo in der Russischen Föderation. So ist der jetzige Stand der Dinge. Wann dieses Visum kommt, ist wie gesagt noch nicht genau raus. Spätestens jedoch im Juni 2019. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis zur nächsten Frage. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.